Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, ich bin Nandka von Schmiedeglut und heute kommt es endlich dazu, dass ich euch das Schärfgeheimnis verrate, auf das ihr jetzt schon so lange gewartet habt, nämlich... Jedes Messer ist nichts anderes als ein Metallkeil. Metallkeile müssen sich durch das Schnittgut irgendwie durchquetschen. Und je dünner euer Metallkeil ist, desto besser ist es. Das Problem ist aber, wenn ich ein Messer habe, was zu dick ist, dann kann ich das nicht in ein hauchdünnes Skalpell verwandeln. Andersrum, ein hauchdünnes Skalpell mit einer ganz dünnen Schneidkante kann ich nicht plötzlich zu einer richtig robusten Axt umfunktionieren, weil sie dann einfach beschädigt wird. Das Erste, was ihr immer tun müsst, ihr müsst diesen Handgriff entwickeln, dass ihr von hier anfasst und zur Schneide hinwandert. Ja, schneidet euch dabei nicht, deswegen geht ihr hier so weg. Aber das ist das, was ihr machen müsst, um zu fühlen, wie dick ist meine Schneidkante eigentlich. Also diese Stärke hier vorne, wie dick ist das eigentlich? Und jetzt bei dem Messer merkt man, das ist sehr dünn ausgeformt. Das bedeutet, das läuft hier fast ins Null. Also du merkst eigentlich gar nicht wirklich, wenn die Klinge aufhört, sondern das ist dann plötzlich einfach zu Ende. Die hat jetzt irgendwie 0,2, 0,3 Millimeter hier an der Schneide, bevor die geschärft wurde. Das bedeutet, dieses Messer wird nie ein robustes Haumesser, um damit irgendwie Rippchen zu hacken oder damit irgendwie, ich sag mal, harte Sachen durchzuwürgen oder einen Baum zu fällen, sondern das wird immer ein dünner Schneider sein wollen, der dafür ist, zu schneiden und nicht zu hacken oder zu hebeln oder seitlich das zu belasten. Was dieses Messer braucht, ist auch jetzt ein flacher Winkel. Und dieser flache Winkel, der ist, ich sag mal so zwischen 13 und 15 Grad anzusiedeln. Und dann wird dieses Messer zu einer Schärfe Kategorie A. Nämlich das, womit man sich wunderbar die Haare vom Arm rasieren kann und was einfach zu diesen richtig geilen Schärfe-Kick bringt. Jetzt habe ich hier als Kontrast dazu mal ein anderes Messer geschnappt und schaue, wie dick ist das denn? Und da merke ich richtig, ich habe hier vorne, ich würde mal sagen, fast einen Millimeter Materialstärke, bevor dann die Schneide aufhört. Und alles, was hier vorne jetzt dran ist, ist ein relativ grober Winkel. Was passiert, wenn ich an dieses Messer jetzt einen flachen Winkel dran mache? Dann würde es ja theoretisch genauso scharf werden wie das dünne Messer, weil ja die Schneidkante so dünn ist. Aber, und das ist jetzt genau der Punkt, und das ist das größte Problem, was die Leute meistens haben, hier ist jetzt ein Winkel drauf, der ist so. Und wenn ich den jetzt flach schleife, dann wird ja die dicke Materialstärke, dann wächst diese Schneidphase, die hier vorne dran ist. Wir haben ja hier vorne diese Schneidphase, die geschärft wird. Und die wird dann immer größer und ich muss das Messer vielleicht irgendwo, ich sag mal, 5, 6, 7 Millimeter auf der Seite erstmal alles abtragen, weil das ist ja im Weg an Stahl. Weil ich muss diesen Winkel, das muss ich ja alles wegschleifen an der Seitenflanke hier. Und dann habe ich hinterher ein Messer, was zwar vorne einen flachen Winkel hat, der wird aber auch genauso dick wie sonst auch. Und die Keilwirkung, die ihr beim Schneiden habt, die bleibt immer noch erhalten. Also ihr könnt dieses Messer nur zum Skalpell umfunktionieren, wenn ihr über die komplette Messerflanke das ganze Messer dünn schleifen würdet. Und das ist die Frage, ob der Stahl das überhaupt mitmacht, weil ich bezweifle, dass dieser Stahl dafür gebaut worden ist, eine hauchdünne Schneide auch mit der Stabilität festhalten zu können. Also, zusammenfassend ist zu sagen, wir brauchen bei einer dünnen Schneidkante, das nicht der Rücken, dünne Schneidkante, brauchen wir einen flachen Winkel von 13 bis 15 Grad. Bei einer dickeren Schneidkante brauchen wir einen Winkel so von 18 bis 20 Grad. Und diese zwei Winkel, das sind die, die in 95% aller Fälle aufs Messer draufkommen. Gerade im Bereich Küchenmesser seid ihr mit diesen zwei Winkeln absolut bedient. Ich höre euch jetzt schon fragen, wie ihr sagt, aber Nandka, wie kriege ich es hin, den Winkel von 13 bis 15 Grad auch genau zu treffen auf dem Schleifstein? Und dafür haben wir uns ein einfaches Werkzeug einfallen lassen, nämlich den Schmiedeglut Schärfwinkel. In der Praxis sieht das so aus, ihr schnappt euch einfach den kleinen Schärfwinkel, dreht ihn um, dass ihr die lange Fläche habt und das hier unten auf dem auflegt, den ihr wollt. Und gerade bei den hohen Messern ist das wichtig. Dann nehmt ihr den einfach, legt ihn auf euren Schleifstein drauf und jetzt habt ihr hier quasi das Ding so da drauf liegen. Okay, und ich kann das Messer einfach hier drauflegen wie auf eine Rampe. Und ganz am Anfang, wenn ihr sagt, Mensch, das fällt mir so schwer mit dem Messer schärfen, dann zieht ihr euer Messer einfach so hier drüber und habt im Prinzip immer hier die vorbereitete Variante. In der Praxis mache ich es aber so.
Ich nehme mir mein Messer, lege es auf, hole mir den Winkel, wo ich denke, dass der passen müsste. Und dann nehme ich das Schärfdreieck und schiebe es unter die Messerklinge einfach drunter, um zu überprüfen, ob mein Winkel gepasst hat. Ja, wenn ich jetzt hier am Schleifen bin und ich sage, Mensch, passt mein Winkel eigentlich noch? Dann nehme ich mir das und merke sofort, oh, ich bin ein bisschen zu flach. Ja, und dann habe ich direkt den Winkel. Und damit überprüfe ich mich selber immer und lerne dadurch ganz schnell und effektiv, wie ist denn eigentlich der Abstand von meinem Messer hier hinten vom Rücken zum Schleifstein. Und sobald ich das einmal raus habe, kann ich mir das hier mit dem Finger immer merken und kann hier einfach schleifen. Und wenn ich dann sage, Mensch, bin ich eigentlich noch richtig? Zack, Winkel drunter, passt. Okay? Es kommt nicht auf ein Grad drauf an oder zwei Grad, sondern es geht darum, dass ich grundsätzlich eher so bei 15 Grad oder bei 20 Grad schleife. 15 Grad für ein dünnes Messer, 20 Grad für eine stärkere Materialstärke hier vorne dran. Damit umgehe ich nämlich auch das Problem, wenn ich ein Klappmesser habe oder auch ein kleines Kneipchen oder irgendwas mit einer nicht so hohen Klinge und ich überprüfe mal meinen Winkel, dann merke ich, dass ich hier hinten, ich sag mal, einen relativ geringen Abstand habe. Und wenn ich jetzt aber sage, ich habe mein Kochmesser und ich nehme das hier, dann ist durch die Höhe der Klinge, weil die Rampe ja viel höher geht, ist der Abstand hier hinten viel größer, als wenn ich jetzt vielleicht einfach nur mit dem gleichen Winkel das kleine Messer anlege. Und dieser Unterschied, der ist ganz häufig das Problem, nämlich gerade bei kleineren Messern wird der Winkel oft viel zu groß gewählt, weil man ja gewohnt ist vom Kochmesser, dass man da hinten 1,5 cm Platz hat. Und sowas überprüft ihr mit dem Winkel. Meine Empfehlung ist, für dünne Kochmesser, dünne Klappmesser und alles, was hier vorne an der Schneide richtig dünn ist, nehmt ihr den flachen Winkel von 13 Grad. Dann habt ihr nämlich 13 plus ein bisschen Ungenauigkeit obendrauf, seid ihr so bei 13 bis 15 Grad. Das ist perfekt dafür. Und für alles, was robuster sein muss, fürs Sacchi-Messer, fürs Breacher, für irgendwelche Outdoor-Messer, da nehmt ihr dann den größeren Winkel mit 18 Grad und habt dann durch ein bisschen Ungenauigkeit 20. Zum Beispiel das Breacher hat ja von sich aus schon nochmal die Schneidphase dran, wodurch da der Winkel selbst an der Schneide ein bisschen erhöht wird. Und dann ist es nicht hinterher 18 bis 20 Grad, sondern es sind 23 Grad, die in der Praxis bei rauskommen. Und deswegen vertraut auf den Winkel, das hilft euch dabei, wirklich scharfe Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen ist es auch Quatsch, sich so ein Werkzeug zu nehmen, was man hier hinten dran klemmt. Weil wenn ich mir das dran klemme, dann passt das vielleicht für dieses Messer. Aber sobald ich jetzt hier sage, ich habe eine dickere Schneidkantendicke, dann passt das Werkzeug gar nicht mehr. Das Werkzeug geht immer davon aus, dass der Abstand passen muss. Aber der Abstand ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, was passiert hier vorne, wo es schneidet. Und nicht, wie ist der Abstand am Rücken. Das entscheidet nicht darüber, ob das Messer scharf wird oder nicht. Weil ihr jetzt so lange warten musstet, weil ich wollte das erst fertig kriegen hier für das Video und das hat sich alles wieder komplizierter gestaltet, als man denkt, legen wir jetzt zu jedem Schmiedeglutmesser, was ihr bei uns kauft und auch zu jedem Schärfwerkzeug, egal welches Schärfwerkzeug ihr bei uns kauft, es gibt ab jetzt immer gratis unseren Schärfwinkel von Schmiedeglut obendrauf. Und dabei ist der Online-Schärfkurs, wo das geballte Wissen aus unseren Schärfkursen in einem Video mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zum rasierscharfen Messer genau drin erklärt ist. Das findet ihr alles mit dabei, sobald ihr bei uns jetzt shoppen geht. Und wenn ihr sagt, ich will gar kein Messer oder ein Schärfwerkzeug kaufen, ich habe schon alles, dann könnt ihr den für ein paar Euro bei uns einfach im Online-Shop schießen. Und auch da ist der Online-Schärfkurs gratis mit dabei. Abonniert am besten unseren Kanal, damit ihr keine wichtigen Sachen verpasst. Ich hoffe, ihr habt in dieser winterlichen Corona-Zeit trotzdem eine coole Zeit beim Messerschärfen. Und wir sehen uns bald hier bei YouTube wieder. Haut rein, bis dann. Macht's gut. Und dann nehme ich mir einfach das Schärfdreieck und schiebe mir das hier hinten rein, um es zu überprüfen, ob es funktioniert. Johnny, du brauchst gar nicht so grinsen jetzt. Und dann schiebe ich mir den hier rein. Das ist wieder was für die Outtakes, ich sage euch das.